bei Fraktion vor Ort in Weiden war großes Thema die Elektrifizierung der Bahnstrecke Marktredwitz-Regensburg. In Weiden geht es ganz konkret darum, wie Lärmschutzmaßnahmen gebaut werden und wie viel Geld dort investiert wird. Und da haben die Bürger große Sorgen, dass im Bereich des Güterverkehrs enorme Belastung der Anlieger eben sich hervortut. Weiter ging es um den demografischen Wandel, um die Hausärzteversorgung und die Krankenhausversorgung im ländlichen Raum, Oberpfalz, Ostbayern, strukturschwächere Regionen. Das war ein großes Thema. Und dann dieses Thema, übergreifende Thema, das alle Bürger bewegt, ist natürlich der Netzausbau und diese große Leitungstrasse, die hier in der Region Weiden vorbeiführen wird. Da werden jetzt schon Bürger aktiv und bündeln sich und sagen, so kann es nicht gehen.